Nvidia ist wahrscheinlich das Unternehmen, das psychologisch für die Aktienmärkte weltweit am allerwichtigsten ist, denn diese KI-Euphorie hat die Märkte nach oben getragen, hat dafür gesorgt, dass die großen Magnificent Seven, die großen Tech-Werte, sich insgesamt verdoppelt haben, weil Nvidia zwei wunderschöne Sachen gemacht hat. Erstens im Mai Zahlen zu bringen, aber vor allem Umsatzausblicke zu bringen, die die Erwartungen der Märkte deutlich geschlagen haben. Warum? Weil Chinesen auf Halde bestellt hatten bei Nvidia, chinesische Konzerne, in Sorge davor, dass die beiden Administrationen einen Chip-Bann erlassen wird, der sich dann ja auch materialisiert hat. Erster Punkt. Und der zweite Punkt war ein sehr, sehr dubioses Dreiecksgeschäft. Dazu gleich mehr. Heute die Zahlen von Nvidia. Wird es gelingen, wieder mal ein weißes Kaninchen aus dem Hut zu zaubern und sagen, ja, seht ihr, damit habt ihr ja gar nicht gerechnet. Also diese KI-Euphorie praktisch aufrechtzuerhalten. Wir haben ja dieses 2023er Jahr deshalb positiv, weil zwei Dinge passiert sind. Im März, April die Bankenkrise in den USA, eigentlich ein Negativereignis, das für die Märkte aber positiv war, weil die Fed dann Liquidität den Banken zur Verfügung gestellt hat, faktisch gesagt hat, wir nehmen eure tiefroten Staatsanleihen, deren Kurse tiefrot waren, zum Nennwert von 100, also akzeptieren die als absolute Sicherheit. Und das hat die Banken gerettet, die Fed hat Liquidität zur Verfügung gestellt, die Märkte haben sich gesagt, super, guckst du, die Fed-Bilanz, die steigt wieder, inzwischen ist sie wieder deutlich gefallen, Schwarm drüber, jedenfalls hat man gesagt, die Fed wird die Zinsen nicht mehr anheben, wird Liquidität ins System kippen, die Fed hat die Zinsen weiter angehoben, die Fed hat dann auch die Liquidität, die Bilanzsumme wieder weiter verknappt, aber sei es drum, deswegen hatten wir die Korrektur dann Ende Juli bis Ende Oktober. Jetzt haben wir die Euphorie darüber, dass man sagt, ja, die Fed wird die Zinsen nicht mehr anheben und sie wird sie sogar senken, wundersamerweise in einer Zeit, in der die Wirtschaft ganz weich landet oder gar nicht landet, weil sie so stark ist. Etwas seltsam, jedenfalls sehen wir, dass die Financial Conditions sich deutlich aufweichen, damit wieder neue Nachfrage entsteht, damit wieder das Potenzial für Inflation entsteht und die Dinge sich dann im Kreise drehen. Aber kommen wir mal zu Nvidia, gestern neues Allzeithoch in der Aktie. Und wir haben jetzt eine Stimmung an den Märkten, die wirklich außergewöhnlich ist. Wir haben jetzt die ganzen bärischen Gaps geschlossen, die der S&P 500 in den letzten Monaten gemacht hat. Wir haben die Indizes, die innerhalb eines Monats von stark überverkauft zu stark überkauft gegangen sind. Wir haben den Dollar an einer wichtigen Mehrjahresunterstützung. Wir sehen den VIX bei 13,5 historisch tief. Und wir sehen eben, dass diese KI-Euphorie jetzt mit Microsoft gestern einen neuen Hochpunkt erreicht hat, weil der ja den geschassten Altman angeblich einstellen will. Wir sehen jetzt eine neue Entwicklung in dieser Frage, aber hier sehen wir nochmal Nvidia, wie sie hier im Mai vor allem dann die Märkte euphorisiert haben, die Aktie von deutlich unter 200, dann 245% gestiegen in 2023, jetzt über 1,2 Billionen an Marktkapitalisierung und das, obwohl ja die beiden Administrationen diesen Chip-Bann jetzt erneuert hat, der jetzt auch den Chip betrifft, den Nvidia nach China liefert. Nvidia darf ja nicht seine besten Chips, seine leistungsstärksten Chips schicken nach China, sondern hat so eine Art B-Chip geschickt. Jetzt ist das auch verboten. Jetzt hat Nvidia gesagt, na, dann machen wir halt einen C-Chip und schicken den. Also alles gut, denken sich die Märkte, aber schon dieser B-Chip war ja leistungsvermindert. Dieser C-Chip dürfte noch leistungsverminderter sein. Da können die wahrscheinlich dann schon woanders, nämlich die Chinesen, woanders die Chips kaufen. Jedenfalls sehen wir, dass jetzt diese Erwähnungen von künstlicher Intelligenz in den Earnings Calls der CEOs immer seltener werden. Man hat ja gedacht, Mensch, da wird ja in Windeseile, wird alles anders, da werden die Profite der Unternehmen durch die Decke schießen und so weiter und so fort. Nichts davon ist eigentlich wirklich passiert. Wenn man mal ehrlich ist, insgesamt ist jetzt die Erwartung an die Kursentwicklung der Aktie nach den Zahlen, die ja um kurz nach 22 Uhr kommen, bei 8% plus oder minus. Und hier sehen wir nochmal zum Beispiel hier dieses Startup aus China hat 18 Monate
auf Lager bestellt, also massiv bestellt Anfang diesen Jahres, um eben genug vorrätig zu haben. Das Problem ist, Chips sind wie frische Milch, sie sind sehr verderblich, insofern als ihre Halbwertszeit relativ gering ist. Kommt ein neuer Chip, ist der alte im Prinzip schon kalter Kaffee. Das ist das Problem in diesem Bereich. Das ist das erste, also die Mai-Überraschung bei Nvidia und die August-Überraschung, die die Aktie kurz nach oben gebracht hat, 10% glaube ich nach oben gebracht hat, um dann wieder alles abzugeben am nächsten Tag. Warum? Weil es ein ziemlich schmutziges Dreiecksgeschäft gab. CoreWeave bestellt von Nvidia Chips im Wert von 2,3 Milliarden Dollar. Das waren jene 2,3 Milliarden Dollar, die über den Umsatzerwartungen lag, genau 2,3 Milliarden Dollar. Diese Chips wiederum konnte CoreWeave kaufen, weil es Kredite von BlackRock und anderen bekam. BlackRock und andere wiederum sind an Nvidia beteiligt. Nvidia wiederum ist an CoreWeave beteiligt. Und so hat man wunderschön hier die Dinge aufgepumpt, die wahrscheinlich andernorts zu einer deutlichen Strafverfolgung führen würden. Hier bisher noch nichts gekommen, was mich extrem wundert. Ich würde das, wenn ich irgendwie bei der BaFin wäre oder bei der SEC wäre, nicht auf mir sitzen lassen, so einen Schmuh, aber sei es drum. Und jetzt gestern eben dann der Microsoft CEO, der Altman von OpenAI, der geschasst wurde, sagt, den stellen wir an, der kommt zu Microsoft. Jetzt sagt er, der könnte wieder zurückgehen zu OpenAI. Microsoft gestern mal eben 2,05% gestiegen. Das ist ein Gewinn von knapp 120 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung. Also wenn er zurückgeht, müsste eigentlich dann Microsoft wieder 120 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung verlieren. Eigentlich, aber wird natürlich nicht sein, wenn dem es so kommt. Jetzt haben ja viele Mitarbeiter gedroht, von OpenAI das Unternehmen zu verlassen. Hier, Microsoft hat da offenkundig einen Hebel, weil man ja 10 Milliarden in OpenAI investieren wollte. Aber bisher, wo nur ein Teil da wirklich bezahlt hat und wohl OpenAI erstmal ermöglicht hat, Cloud-Computer sich zuzulegen vorwiegend. Also mal sehen, wie dieses ganze Spiel ausgeht, aber das war psychologisch gestern absolut wichtig. Dieses Microsoft stellt Altman an, das war super. Wir sehen jetzt Fear and Greed Index bei 93, wir sehen 90% aller Aktien sind über ihrem 20-Tages-Durchschnitt. Und das ist natürlich eine Spitzenzeit, von hier aus long zu gehen. Wir sind jetzt 11,3% im S&P 500 gestiegen an 15 der letzten 16 Handelstage. Das ist natürlich jetzt ein tolles Setup, um von hier aus in den Himmel zu steigen. Wir sehen hier, wir kommen jetzt an diese Trendlinie an. Sven Henrik sagt, die Algos sind gut. Wir sehen den VIX absolut überverkauft. Wenn Sie hier unten rechts mal gucken, da sind die Parameter schon so am Anschlag, dass es Bums macht. Super Zeit jetzt noch eine Kursverdoppelung zu erwarten, zumal jetzt auch Managed Money extrem long ist im Nasdaq Future, wie wir hier sehen. Das ist, glaube ich, ein neuer Rekord, den wir hier erleben. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass wir überverkauft sind. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben in der letzten Woche massive Zuflüsse gesehen in den Triple Q, also in dieses Nasdaq ETF. Das passiert oft in Wendepunkten. Nicht immer, aber oft passiert das an Wendepunkten. Und wir haben gestern gesehen, dass die Renditen nochmal unter Druck kamen, nachdem die 20-jährige Anleiheemission besser war, als zu befürchten war. Vor allem die Ausländer haben gekauft. Über 70% sind da abgenommen worden, dadurch die Renditen gefallen, dadurch nochmal die Aktienmärkte gestiegen. Wir sehen aber hier bei der Rendite jetzt so eine bullische Wedge, die sich langsam hier ausbildet. Überverkauft ohne Ende jetzt natürlich die Renditen, nachdem sie natürlich vorher auch massiv gestiegen waren, aber hier sehen wir, dass dann sofort ein großes Kaufprogramm eingesetzt hat, nachdem eben die Auktion besser war, als zu befürchten war, und so ist dann der Dollar auch weiter unter Druck gekommen. Der Dollar ist jetzt am tiefsten Punkt seit Ende August, und vor allem auffällig, Dollar-Yen fällt deutlich. Dollar-Yen war ja noch vor kurzem über 151, und Japan und der Yen ist ja im Prinzip die Tankstelle für Nullzinsgeld, da leihen sich ja viele Yen, um dann eben
unverzinste Liquidität zu haben, die entweder im Dollarraum verzinst anzulegen oder eben damit zu spekulieren. Und wenn der Yen jetzt deutlich aufwerten sollte, dann bringt das die Herrschaften unter Druck. Mal sehen, was da dann passieren wird. Und das Dilemma der Märkte ist aus meiner Sicht ja eh, wenn sich jetzt die Finanzkonditionen weiter auflockern, weil Anleiherenditen fallen, Aktienmärkte steigen, dann müssen die Notenbanken gucken, wie sie die dann neu entstandene Nachfrage wieder eindämmen. Das hat gestern Wunsch von der EZB gesagt. Dann wird eher das Gegenteil passieren, sagt er. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder die Zinsen anheben. Heute 20 Uhr das Sitzungsprotokoll der FED. Wir berichten bei Finanzmarktwelt darüber. Jetzt haben wir ja ein Problem hier in Deutschland. Ich hatte gestern dazu ein Video gemacht und Ralf Schuler sagt hier, das Bezahlen von niedrigen Strom- und Gaspreisen mit Schuldenfonds ist genau das Gegenteil von Investieren. Es ist Konsumtion in Reinform, was Robert Habeck in den Tagesthemen weinerlich vorträgt. Die Energiepreise wären durch eine vernünftige Energiepolitik niedriger, sagt hier zu Recht Diego Fastnacht, aber man geht ideologisch vor. Man versucht alles staatlich zu regulieren und der Staat, der so viele Steuern kassiert, wie Rainer Zittelmann hier sagt, kommt nicht zurecht mit dem Geld. Der macht Schulden und Schulden, der macht Sondervermögen ohne Ende. Und das sind nicht nur 60 Milliarden, die fehlen, sondern eben der Doppelwumms. Jetzt sind wahrscheinlich weitere 200 Milliarden im Feuer, wie Habeck jetzt gesagt hat. Jetzt guckt Mützi nicht von der SPD und sagt, ja, wir müssten die Schuldenbremse aushebeln. Wir müssen ja dann die Aufbauhilfe für Gaza leisten. Es wird immer witziger, warum man hier irgendwelche Dinge, sozusagen Notstandsdinge einführen muss. Also da geht es jetzt wirklich um die Wurst. Dann hat Habeck gestern gesagt, dann gibt es halt weniger CO2 in Deutschland, aber nicht, weil wir eine grüne Industrie haben, sondern weil wir möglicherweise gar keine oder eine weniger starke Industrie haben. Oh, an was liegt das? Jetzt ist die Haushaltssperre auf alle Ministerien ausgeweitet worden. Ausgenommen sind Verfassungsorgane wie Bundespräsident, Bundestag und der Bundesrat und all das, nachdem Habeck ja gestern geradezu die Wirtschaft und Unternehmen angebettelt hatte, erstens hier zu investieren und zweitens eben den Druck in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Hast du mal 60 Milliarden Euro, hast du, hat er nicht. Und selbst wenn ja das gelingen würde, was die Bundesregierung sich vorstellt, sagt eine BP-Managerin, ja klar, die ist natürlich von einem Konzern, der überwiegend Öl macht, aber eben nicht nur Öl macht. Die haben schon einen Überblick, was im Energiesektor läuft. Da sollte man nicht immer sofort sagen, ja, die reden so, weil sie halt Vertreter eines Ölkonzerns sind, finde ich. Die sagt, es ist unrealistisch anzunehmen, dass wir in einem grünen Schlafenland mit niedrigen Energiepreisen leben werden. Strom wird in Deutschland relativ teuer bleiben. Dann sagen ja viele, naja, dann lass uns doch die energieintensive Produktion irgendwo anders hin verlagern. Aber dann sind wir abhängig von anderen. Das ist ja das große Problem. Dann verlieren wir das Know-how in diesen Branchen. Das ist ja das große Thema, dass wir damit unsere Zukunftsfähigkeit auch mit zerstören, auch wenn natürlich andere Länder günstiger in solche Dinge produzieren können, aber nicht sauberer. Denn wenn du hier ein energieintensives Unternehmen schließt und es woanders wieder aufmachst, dann kannst du sicher sein, dass du da schmutziger produzierst als hier. Also es macht auch umwelttechnisch keinen Sinn. Und die Geldgeber, und das sagt sie hier, die dieses grüne Paradies finanzieren sollen, die wollen Gewinne machen. Und das ist ja das Problem, wer mit alternativen Energien versucht hat, im Aktienbereich Geld zu machen, der ist in der Regel auf die Mütze gefallen. Und hier sehen wir nochmal diese massiven Ausgaben. Wir haben 2019 356 Milliarden Dollar ausgegeben, jetzt 476 Milliarden, 33,5% plus bei einer Inflation von 18,5%. Und jetzt schauen wir uns mal die Steuereinnahmen in Deutschland an. Absolutes Allzeithoch 2022, 895 Milliarden Euro hat man hier eingenommen. Die Steuereinnahmen steigen ständig und die Ausgaben aber steigen viel schneller. Das ist das Problem, was wir haben, weswegen diese Schuldenbremse durchaus Sinn macht, auch wenn alle Welt sich natürlich verschuldet, aber das hat sich jetzt ein Stück weit gerecht, eben weil die Zinsen gestiegen sind. Zwei Empfehlungen zum Schluss, meine Damen und Herren. Finanzministerium verhängt Haushaltssperre nach Sondervermögen-Desaster. Was das alles bedeutet, erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, Nvidia, was kommt da auf uns zu, was ist erwartet? Wie dürfte die Geschichte ausgehen? Zweite Empfehlung, hier eine Vorschau auf genau das, was man aus einem Bloomberg-Terminal erfahren kann. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.